Frühstück für Sieger. Jedes Pony braucht eine deftige Mahlzeit vor einem harten Tag. Ponys, Familienfrühstück. Entschuldige, Sunny, ich muss los. Tolle Pancakes, Sunny. Sie verwenden schon wieder die Gartengeräte. Du kannst sie wohl kaum mit leerem Magen davon abbringen. Dafür ist keine Zeit. Viel Glück. Verzeihung. Oh, tut mir leid. Entschuldigen Sie mich kurz. Oh, ich kann's gar nicht glauben, dass ich heute Morgen deine Pancakes verpasst habe, Sunny. Doch Main Melody ist rappelvoll. Okay, bis später. Bis später. Alle haben so viel zu tun. Es fühlt sich an, als würden wir uns auseinanderleben. Noch etwas schärfer? Aha. Jetzt kann's losgehen. Hey, Ponys, ich weiß, wie viel jeder von euch gerade zu tun hat. Doch wir müssen uns einfach Zeit füreinander nehmen. Ein gemeinsamer Ausflug zum Galopphügel. Nicht vergessen. Glitter! Oh, die haben's echt vergessen. Oh, was vergessen? Puh, ich dachte schon, dass gar kein Pony kommt. Du bist die Einzige, die daran gedacht hat, Izzy. Woran gedacht? Oh, ja, meinem Verstand entgeht absolut nichts. Wie könnte ich sowas denn auch vergessen? Unmöglich. Und du hast zum Ausflug einen Karren voller Steine mitgebracht? Es sind Edelsteine. Und ich geb's zu, ich hatte es vergessen. Doch jetzt bin ich hier. Das ist alles, worauf es ankommt. Galopphügel, wir kommen. Langsam wird's spät und sie hätten schon längst wieder da sein müssen. Irgendwas stimmt auf jeden Fall nicht. Keine Sorge, Hitch. Wir ziehen los und finden sie wie immer. Izzy! Sunny! Sunny! Hast du das gehört? Irgendwas ist da draußen, ich kann's riechen. Die Fantasie geht nur mit dir durch. Dort ist überhaupt nichts. Ich hab was gehört. Komm schon, nehmen wir einen anderen Weg. Ah! Oh, Schreck. Hitch, ich sagte es doch. Das hier ist der schnellste Weg nach Hause. Da bin ich anderer Meinung. Irgendwie unheimlich hier, findet ihr nicht? Ja! Ich liebe es. Hebt eure Hufe hoch in den Himmel. Erdponys haben keinen Putz, finde ich. Izzy, ich glaube, es wird Zeit für einen neuen Songtext. Seht ihr? Das habe ich mir von euch gewünscht. Guter alter Spaß miteinander. Lasst uns essen. Statt eines Sonntagsabendessens haben wir gerade ein Sunny-Tag-Abendessen. Kapiert der Knaller. Der heißt ab jetzt so. Das ist es. Ich hab's. Heb die Hufe hoch. Die Ponywelt ist im Lot. Hey, ho! Einhorn ho, Einhorn wann, Einhorn wo, Einhorn ich, Einhorn los!
Donnerstag. Und ich komme zu spät zur Smoothie-Stadtöffnung. Der Pegasus-Manathon hat schon angefangen. Man, Melodie kann nicht ohne die Hauptattraktion öffnen. Nein, heute ist DINS-Tag. DINS! Der Einhorn-Ausdruck für den Glitzertag. Ein ganz besonderer Tag für alle Einhörner. Und für ihre Freunde. Ich vermisse Bridalwood. Erdponys und Pegasi sind fantastisch. Trotzdem hätte ich gern einen weiteren Einhornfreund. Dann mache ich mir einen Einhornfreund. Wunderschön. Meine Schöpfung lebt! Und ich gebe dir den Namen Senior Butterscotch. Hallo, Izzy. Ich bin's, dein neuer bester Lieblingseinhornfreund. Juhu! Törtchen, Senior Butterscotch. Willst du vielleicht den DINS-Tag mit mir feiern? Die Feierlichkeiten mögen beginnen. Einhorn ha! Einhorn ho! Einhorn wann! Einhorn wo! Trapformers, ausrücken. Ponybots, transformieren. Hallöchen, Senior Butterscotch. Danke, Sunny. Fröhlichen DINS-Tag. Ich sagte es doch. Wir haben heute Donnerstag und nicht... Oh, DINS-Tag. Findet denn kein Pony Izzy seltsamer als sonst? Stimmt. Ich könnte schwören, sie vorhin beim Fliegen mit einem Schrotteinhorn gesehen zu haben. Yep, das war echt. Jess hat beiden eine Hufiküre verpasst. Heute ist nicht Dienstag, Ponys. Ja, Sunny, wissen wir bereits. Ich glaube, sie dreht auch gleich durch. Wie viele Hufe halte ich hoch? Heute ist nicht Dienstag, aber ein anderer Tag. Es ist DINS-Tag, der Einhorn-Ausdruck für den Glitzertag. Wie um Ponys Willen konnte ich den vergessen? Einhörner feiern an diesem besonderen Tag ihre Freundschaften. Entschuldige, Senior Butterscotch. Ich hätte nicht so viele Nudeln essen sollen. Puh. Wir hatten einen tollen Tag, Senior B. Aber es fühlt sich nicht wie ein richtiger DINS-Tag an, ohne... Wir wünschen dir einen fröhlichen DINS-Tag! Einhorn ha! Einhorn ho! Einhorn wann? Einhorn wo? Einhorn los! Oh, ihr wusstet doch, was heute ist? Habt ihr nur so getan, als hättet ihr den Tag vergessen? Nun, nein. Wir haben's vergessen. Es gibt noch so viel über die Feiertage von allen Ponys zu lernen. Ich denke, dafür müssen wir uns ab jetzt noch mehr reinhängen. Tut uns leid. Wir nehmen uns fest vor. Ich verspreche es. Und wir haben uns überlegt, dass wir noch unseren eigenen DINS-Tag heute feiern könnten. Und zwar alle zusammen. Machst du Witze? Ich hatte einen Tag voller Spaß und nun darf ich alles mit euch Ponys nochmal machen? Uhu, das ist der beste DINS-Tag von allen. Ah!
Moment. Ganz ruhig, Ponys. Es ist eine Bettdecke. Ja, meine Bettdecke. Danke, Izzy. Auf jeden Fall bin ich jetzt super traumatisiert. Hoffentlich kann ich noch Schlaf finden. Du musst nur die Augen schließen, Pegaschafe zählen und... Glitter, 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 Glitter. Ja, ja, Glitter, Glitter. Oh, ja, ja, Glitter. Glitter, 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 Glitter. Wie ein Einhorn singt, gleich am frühen Morgen. Ja! Aufwachen. Wir haben nicht mal geschlafen. War das mein Diadem da? Alles ist ruiniert. Sunny, du musst etwas unternehmen. Izzy wird zur absoluten Albtraum-Mitbewohnerin. Sicher nur so schlecht gelaunt, weil sie nicht viel nicht geschlafen haben. Und wo ist denn meine Zahnbürste? Hey, Sunny! Du hast echt tolle Ohrenreiniger. Oh ja! Aha, meine Ohren haben noch nie so minzfrisch geduftet. Okay, wir müssen etwas tun. Aber Izzy direkt darauf anzusprechen, ist viel zu unangenehm und beschämend. Oh, fragen wir Hitch. Er hat sicher eine Lösung. Ja, er erlebt ständig unangenehme und beschämende Situationen. Ich kann euch eigentlich nur empfehlen, ehrlich zu Izzy zu sein. Als ein Pony des Gesetzes kann ich euch sagen, dass Ehrlichkeit im Grunde immer das Beste ist. Hey, geht das auch leiser? Ich versuche hier etwas Ruhe zu finden. Einen Moment, ja? Oh, das ist aber reizend. Mein Lieblingstee. Danke, Hitch. Und entschuldige die Störung vorhin. Ein wenig Aufmerksamkeit bewirkt manchmal Wunder. Ah. Was soll ich davon halten? Ihr habt mir eine Kiste besorgt. Ich liebe Kisten. Bestes Geschenk aller Zeiten. Izzy, das ist eine Schachtel und dein Geschenk ist da drin. Gehört alles dir. Jetzt musst du unsere Sachen nicht mehr benutzen. Denn irgendwie ging einem das auf die Nerven. Hey, Ehrlichkeit ist immer am besten, oder? Oh, wenn das so ist, will ich diese Geschenke gar nicht. Ehrlichkeit! Ich habe Selfies beim Frühstück gemacht, so wie Pip. Hab mich frisiert wie Zip und die Ohren geschoppt wie Sunny. Ich habe noch nie mit Freunden zusammen gewohnt. Ich wollte so gern dazugehören. Wären wir nur von Anfang an ehrlich gewesen. Izzy, du musst deshalb nicht versuchen, dich an uns anzupassen. Denn du bist perfekt, wie du bist. Oh, großartig! Denn sich anzupassen ist, ziemlich anstrengend. Ich will nur kurz... Wir arbeiten daran. Langsam, ganz ruhig. Das ist Gold wert. Mit meiner Idee ein Hit entsteh. Unglaublich, was Ruhe bei einem Pony bewirkt. Was machst du da, Pig? Hey, Leute. Ich schneide nur Videos für meinen Mehrtime-Baytag-Vlog. Schluck. Er war außer
außergewöhnlich. Und damit kann ich mich für immer an ihn erinnern. Zudem wird es ein Hit auf Ponygram. Seht euch das an, es gibt Pan vom Dreh. Hinter den Kulissen. Davon bereue ich nichts. Ich habe sogar Stellen, wo Erdponys ihre Magie bekam. Sehr gut, Sis. Wow, das erinnert mich an eine Gänseblümchenkette. Doch statt Gänseblümchen sind es merkwürdige sprechende Quadratbilder. Genau, da ich den ganzen Tag dafür gebraucht habe, könntest du... So viele Erinnerungen. Das weiß ich noch. Und das auch. Vorsicht, Sis, du drückst sonst. Dateien gelöscht. Den Knopf zum Löschen. Keine Sorge, ich repariere das. Mit mehr Getippe. Dateien endgültig gelöscht. Hilft noch mehr Getippe? Izzy, lass es! Es tut mir leid, Pip. Ich bin mit dem Hof abgerutscht, dann ist die Taste gerutscht, die Bilder sind in den Papierkorb geflutscht und dann... Schon okay. Nächstes Jahr machen wir es einfach nochmal. Keine Sorge, alles in Ordnung. Ich mach mal kurz ein Nickerchen. Komm ruhig rein. Sieh her, ich bin's, Pip, das legendärste Pegasus in Maritime Bay. Mit einem Lied in meinem Herzen und glitzernden Augen. Gibt es hier irgendjemanden, der einen riesigen Erdbeersmoothie mit Pegasusflügeln bestellt hat? Oder wie wär's mit einem Aufmunterungstanz? Vielen Dank, Ponys. Aber nichts davon kann mir den Maritime Bay-Tag zurückbringen. Maritime Bay-Tag zurückbringen? Das ist es! Ponys, mir nach! Sunny, geh vorher duschen. Yay. Pip, komm raus in den Garten. Es gibt da etwas, das wir dir zeigen wollen. Ich bin eindeutig zu beschäftigt und muss noch an meiner Sandburg bauen. Komm schon, vertrau mir. Hör zu, wenn ihr nicht zufällig den Maritime Bay-Tag im Garten nachgestellt habt, dann... Wow, ihr habt den Maritime Bay-Tag tatsächlich im Garten nachgestellt! Überraschung! Es ist perfekt. Oh, Schmetterlinge im Bauch. Wie habt ihr das alles geschafft? Oh, wir hatten großartiges Material als Vorlage. Hier, jetzt kannst du es neu aufnehmen. Danke, Sip. Aber wisst ihr, ich glaube, ich verbringe lieber eine schöne Zeit mit den besten Freunden auf der Welt. Mehr brauche ich nicht. Und ein, zwei, drei, los! Hey! Traut euch was zu, lasst das Neue geschehen. Erleuchtet hier euer Licht, könnt ihr sehen. Oh, 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 oh. Hey! Oh, 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 oh. Traut euch was zu, lasst das Neue geschehen. Erleuchtet hier euer Licht, könnt ihr sehen. Könnt ihr mehr. Du bist explodiert und aus dir kam ein Haufen... Glitzer! 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 Ja, habt ihr Ponys eine Ahnung, wie spät es ist? Warte, was? Der ganze Glitter wird meine Mähne austrocknen!
Entschuldigt, Ponyfreunde, aber meine Ellihorn-Magie macht, was sie will. Ich kann sie nicht kontrollieren. Vielleicht brauchst du nur ein magisches Wort. Etwas, das dein inneres Ellihorn herauslockt. Oh, wie wär's mit einem Motto? Wie Flügel hoch oder flieg los? Oh, 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 ich hab ne Idee. Ellihorn aktivieren. Ellihorn aktivieren? Da muss man noch dran arbeiten. Mit diesen kleinen Flügelchen kommst du sonst nirgendwo hin. Oh, Izzy hat recht. In so einem Zustand kann ich keinem Pony helfen. Mach dir keine Sorgen, Sunny. Alles, was du brauchst, ist ein neuer Look. Ein perfektes Ellihorn-Makeover. Wir brauchen helle Strähnen, dunkle Strähnen, Hufglitter, Huflack, eine Gesichtsbehandlung und den Lockenstab. Bist du dir sicher? Oh, das bin ich. Sie braucht das volle Programm. Wenn man einhält, bleibt man hier. 5, 6, 7, 8. Die wird jede Nacht vom Tag gemacht. Leuchtet hell. Funkelt und glüht. Trag die Mähne, das ist jeder Sieg. Gefühle sind wichtig. Jedes Pony zeigt sie hier richtig. Et voilà. Ich glaube, es hat nicht geklappt. Wow, Pip, du bist gut. Jetzt bin ich dran. Schön positiv denken. Immerhin verdeckt die lange Mähne deine winzigen Flügel. Nö, nö, nö. Es geht um weit mehr als nur die Mähne. Ihr vergesst die Inspiration. Und es gibt nichts Inspirierenderes als ein kleines bisschen Gefahr. Hiermit werden deine Ellihorn-Fähigkeiten direkt aktiviert. Da wäre ich mir nicht so sicher. Worum geht's überhaupt? Bist du sicher? Es schreit nach Spaß! Der Verzweiflung. Das schaffst du doch mit links. Befreien wir erstmal dein Gesicht von der Mähne. So sieht die Frisur schon viel. Wird wohl reichen. Achtung! Fertig! Los! Eine schöne Mähne. Sip, was sollte das werden? Wieso? Ist doch schon viel besser als vorher. Wir brauchen einfach einen besseren Verwandlungsspruch. Wie wär's denn mit Puftastisch, Männistisch, Kantelizierisch, Fabulous? Wir könnten auch ein neues Ellihorn-Outfit ausprobieren und Accessoires. Vielleicht fehlt dem Hindernisparcours etwas Feuer. Was hältst du davon, Sunny? Das Ganze war ein kompletter Reinfall. Ich wusste, dass ich dich hier finde. Pip hat mir alles erzählt. Geht's dir gut? Außer mir entwickelt sich jedes Pony unglaublich schnell weiter. Irgendwie sitze ich fest. Du hast allen Ponys geholfen, an Magie zu glauben. Jetzt wird es Zeit für dich, deiner eigenen zu vertrauen. Den dir drin. Danke, Hitch. Wenn die Sache nur so einfach wäre. Oh nein, die Fohlen! Komm schon, Sunny, du schaffst das! Diese Fohlen brauchen dich! Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich das Glitterverteilen abstelle. Ich weiß, dass du das auch hinkriegst. Liebe Hasen wackeln ständig mit den Nasen. Liebe Hasen wackeln ständig mit den Nasen. Pfoten nach rechts, das ist gar nicht schwer. Schwingt das Schwänzchen hin und her. Einmal gut gebückt, dann steht wieder auf. Ponys! Habt ihr schon diesen Kniptrap gesehen? Es ist so genial! Kennt ihr etwa nicht den Hip-Hop-Bunny-Bob? Der neuesten Tanztrend? Ist ja nicht so, als hätte er eine Million Huf drauf.
Jemand mit einer Million Hufe? Ich dachte, man braucht nur vier. Da-da-du, ba-ba-di. Schweres Publikum heute Abend. Wir müssen es unbedingt ausprobieren. Meine Pipsqueaks erwarten das von mir. Und 5, 6, 7, 8. Wir achten einfach auf den Beat, fühlen den Rhythmus und zum Abschluss man selbst sein. Liebe Hasen wackeln ständig mit den Nasen. Liebe Hasen wackeln ständig mit den Nasen. Ich hab's drauf. Aha. Oh nein. Nein, 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 nein. Schnitt, sofort damit aufhören. Yeah, das kannst du hochladen. Das alles kann ich auf gar keinen Fall hochladen. Es sah ganz anders aus als bei den Hasen. Ich zeig euch, wie es richtig geht. Oh, schon so spät? Ich muss noch eine Sache erledigen. Erinnerst du dich dran, Sunny? Ach ja, diese Sache. Ich sollte dir ja unter die Hufe greifen. Ich auch. Und mir fällt keine Ausrede ein. Ich muss los. Jessie, Babe, ich mag dein Hufiküre echt süß. Oh, wow, danke. Ich habe... Ich bräuchte dringend deine Hilfe bei einer unglaublichen Sache. Und 5, 6, 7, 8. Hallo, Ponys. Zeig mal, was ihr könnt. Ich sag, zeig mal, was ihr könnt. Es kann losgehen. Es geht los. Ja. Oh, wer braucht schon andere Ponys, wenn man es auch direkt selbst in die Hufe nehmen kann? Und wie fandest du's? Na ja, es ist gut, aber... Ach, Schnee von gestern. Was? Lebst du neuerdings in einer Höhle? Wir sind nicht verloren. Wir gehen's jetzt nur langsamer an. Leben unser Leben technikfrei. Ohne Kenternet? Also tanzt niemand mehr den Hip-Hop-Buddy-Bob? Nein, wir warten auf die nächste große Sache. Die nächste große Sache, ja? Hallo, Ponys. Zeig mal, was ihr könnt. Ich sag, zeig mal, was ihr könnt. Es kann losgehen. Es geht los. Das könnte echt der nächste große Hit werden. Einfach der Knaller. Und hochladen. Hin und her. Einmal kurz gebückt, dann steht wieder auf. Dann wird getrabt, das habt ihr noch drauf. Leuchtet für mich. Hey, wie das Licht. Wenn ihr schön funkelt, ist ein... Also, das nenne ich einen Hit. Hoch drauf. Das ist der Pony Hip-Hop. Was ist Kanzler jedes Pony? Pony, Pony, was ist Kanzler jedes Pony? Jedes Pony, überall. Hüpft, springt und tanzt nach dem Beat in jedem Fall. Pony, Pony, was ist Kanzler jedes Pony? Pony, Pony, was ist Kanzler jedes Pony? Hoch jedes drauf. Pony leuchtet weit. Hilft immer gerne. Zu jeder Zeit. Etwas mit so vielen Hufdraufs gesehen. Wetten, es hat schon in ganz Equestria die Runde gemacht? Okay, Pipsqueaks, du bist Sunny, du bist Izzy und ich spiele Pip. Wie wär's, wenn ihr einfach nur ihr selbst bleibt? Ja, genau so. Ihr habt's drauf. Kann das irgendein Pony aufnehmen? Schließlich bin ich eine Ikone.